So, heute sage ich mal was ganz anderes. Und zwar möchte ich euch heute mal einen First-Person-Shooter-Simulator oder Aim-Trainer zeigen. Ganz coole Sache eigentlich. Und zwar habe ich mir da, Kovacs heißt es, kriegt ihr für flau, also kostenlos in Steam. Und da habe ich mir ein Training, eine Playlist zusammengebastelt. Und zwar auf Local Playlist. RestSex Playlist. Und dann schauen wir uns das mal kurz an. Die besteht aus RestFlick, Tile Frenzy, RestFlick, Tile Frenzy, RestFlick. Alles das hier, wenn ihr euch auch so eine Playlist basteln wollt, wie macht ihr das? Ihr geht auf Online-Szenarios und sucht euch alles das, was ich hier aufgeschrieben habe, sucht ihr euch mal raus. Also jetzt machen wir ein Beispiel RestFlick. Das ist der, den ich gebaut habe. Und dann gucken wir mal, müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen runter scrollen, da ist es. Könnt ihr einen Stern dran machen. Und dann klickt ihr auf Add this scenario to a playlist. Ich habe jetzt schon eine Playlist, deswegen mache ich das nicht, macht keinen Sinn. Sonst kriege ich es dann nochmal rein, obwohl ich zeige es euch einfach, was soll's. Ne? Drück hier auf Playlist und das sagt ihr jetzt Create a new playlist. Wenn ihr noch keine habt, müsst ihr das machen. Da es schon in meiner Playlist drin ist, brauche ich das jetzt nicht. Aber ihr könnt einfach eine neue Playlist kreieren und dann packt ihr das da rein. Wenn ihr so eine Playlist erzeugt habt, diese Playlist, die ich habe, die ist meiner Meinung nach besonders gut geeignet für PUBG, weil die wirklich sehr kondensiert nur bestimmte Mouse-Movements trainiert. Und zwar Mouse-Movements, für die man in-game unglaublich viele Sessions bräuchte, um dieselbe Menge an Mouse-Movements zu machen, wie ich jetzt hier in dieser Trainings-Playlist habe. Wir klicken auf Play, dann seht ihr das. 3 Sekunden Warm-up und dann klickt ihr einfach mal hier diese Klötze weg. Ihr seht, ich bin ultra langsam. Ist aber nicht schlimm. Ist nur ein Test währenddessen. Wenn ich parallel rede, dann bin ich sowieso immer ein bisschen schlechter. Das ist übrigens beim Spielen auch so. Wenn man labert und zockt, dann ist man schlechter, als wenn man sich einfach nur aufs Zocken konzentriert. Das ist der erste Teil. Es ist quasi nur, um diese Flicks zu trainieren. Klickt einfach mal diese Klötze weg. Wie gesagt, diese Playlist könnt ihr euch selber bauen und das Programm Kovacs ist kostenlos. Das ist quasi eine Konkurrenzveranstaltung zu Aimlabs. Ich persönlich finde Kovacs besser, weil ich mit Aimlabs, weiß nicht, fand ich irgendwie den Login und Account erstellen, bla, fand ich nervig. Das hat Kovacs nicht, deswegen verwende ich Kovacs. Ihr könnt gerne auch Aimlabs verwenden. Die Playlist allerdings wird nur für Kovacs funktionieren. Okay. Wenn wir jetzt hier mal diese ganzen Blöcke da weggeklickt haben, dann kommen auch vielleicht die Chance, dass ich euch das nächste in der Playlist zeigen kann. Ihr seht schon, besonders gut war das nicht, aber ihr seht auf jeden Fall auch über die Zeit, wie ihr euch verbessert. Wir gehen auf Next. Jetzt kommt das nächste aus der Playlist. Tile Frenzy heißt es, glaube ich. Jeder, der als Kind Minecraft und Super Mario gespielt hat, kennt sich mit Blöcken aus. Einfach mal hier auf die Schnelle alle Blöcke wegklicken. Ist super, um, wie gesagt, diese Hand-Augen-Koordination und das Muskelgedächtnis zu trainieren. Solche Situationen habt ihr natürlich im Game nicht, aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr das macht, weil das Ziel muss es natürlich sein, dass ihr irgendwann mal die Maus bewegt, ohne darüber nachzudenken, wie ihr die Maus zu bewegen habt. Ihr wollt da hinschießen und dann muss es so sein, dass ihr automatisch da drauf zielt und nicht nachdenkt, wo muss ich jetzt die Maus hinschieben, sozusagen. Wir klicken Next, das kommt jetzt nochmal. Ist immer zwei Wiederholungen und dann kommt wieder dieses Flick-Training. Weil diese Wiederholungen sind auch wichtig, damit es nicht zu monoton wird. Ja, da bin ich schon besser. Das habe ich schon öfters gemacht. Und ihr könnt dann auch mal, während ihr euch da so durch die Blöcke klickt, mal gucken, mit welchem Mausgrip ihr am besten zurechtkommt. Also nehmt mal die Maus nur mit den Fingerspitzen. Vielleicht habt ihr das dann einfacher. Vielleicht kommt er dann einfacher, könnt ihr einfacher zielen, als wenn ihr die Maus voll umklammert. Ja? Also jeder hält die Maus ein bisschen anders und es gibt verschiedene Arten und Weisen, eine Maus zu greifen. Wenn ihr da eine Möglichkeit findet oder wenn ihr rausfindet, wie für euch am besten geeignet ist, dann hat sich schon allein das rentiert, dieses Kovacs runterzuladen. Ich komme mir gerade hier vor wie Birdie Vogts als Trainer der E-Sport-Nationalmannschaft hier. Unglaublich. Birdie Vogts. Die Älteren unter euch kennen ihn vielleicht noch.
Hast du nicht ein Lied von Stefan Raab? Ich glaube schon. Muss es mal googeln. Obwohl, ich will es glaube ich nicht googeln. So, jetzt klicken wir hier diese letzten paar Kästchen weg. Noch eine wichtige Sache, die vergessen euch zu erzählen. Das muss ich unbedingt noch machen. Sonst trainiert ihr falsch. Hier. Dann mache ich einen schlechter Job als Birdie. Das könnt ihr übrigens auch einstellen, wie schnell diese Blöcke erscheinen. Wenn euch das jetzt zu rentnermäßig ist, ne, dann könnt ihr die Geschwindigkeit, wo diese Blöcke erscheinen, auch ändern. Mache ich jetzt aber nicht, zeige ich euch später. Da gibt es auch alle möglichen Analysen, die ihr euch dann noch anschauen könnt. Nächstes Ding in der Playlist. Quasi um dieses Zielen auf größere Distanzen mit der DMR zu simulieren. Klotzgröße und Form könnt ihr alles einstellen. Ich bin ein ziemlicher Quadratmensch, deswegen mache ich immer Rechtecke, aber ihr könnt auch Kreise einstellen oder sonst was. Ich finde aber mit diesen Rechtecken macht es irgendwie Spaß, ist dann so Minecraftig. So. War mal ganz gut jetzt. Trotz Gelaberten parallel. Zweite Runde. Dauert nicht lang. Könnt ihr in der Zwischenzeit schon mal Kovacs runterladen, während ihr mir hier dabei zuguckt, wie ich diese Vierecke wegklicke. Auf Steam, wie gesagt, kostenlos. Kovacs. So. Und man merkt wirklich, wie man besser wird. Also, wenn ihr das mal ein paar Mal gemacht habt, dann seht ihr schon, dass die Tendenz nach oben gehen sollte. Und jetzt klicken wir auf Next, kommt das nächste Ding aus der Playlist. Jetzt kommt wieder unsere Flickshot-Übung. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann merkt ihr echt, am Anfang fühlt sich das voll furchtbar an und es macht überhaupt keinen Spaß. Und man weiß, oh, ich treffe sowieso nicht. Und nach ein paar Runden wird man besser. Einfach nur Muskelgedächtnis trainieren. Ich mach's. Ziel wäre jetzt bei mir, dass ich diese Playlist einmal pro Tag mindestens mache. Insgesamt wird es dauern, wahrscheinlich 10 Minuten. Weniger, glaube ich. Und dann noch diesen Rückstoßtrainer aus dem anderen Video, was ich vor ein paar Tagen gepostet habe. Und dann habt ihr wirklich eine richtig schöne Trainingsroutine für PUBG. Natürlich nur, wenn ihr PUBG als ambitionierter Casual-Spieler spielen wollt. Wenn's aber das, genau, jetzt machen wir hier Next. Nächstes Ding in der Playlist, Straving Blocks. Es gibt Unmengen an verschiedenen Szenarios zur Auswahl in Kovacs. Ich habe jetzt einfach mal, wie gesagt, 4 Stück rausgesucht, bei denen ich der Meinung bin, dass sie euch in PUBG A was helfen können und B, die nicht so verrückt abstrakt sind, dass ihr damit vielleicht nichts anfangen könnt. Das ist einfach nur stumpfes Geklicke. Läuft auch auf einem schlechten Rechner wahrscheinlich sehr gut. Oder auf einem Rechner mit wenig Leistung. Viel gibt es da nicht zu berechnen. Die FPS kriege ich jetzt gar nicht angezeigt, aber die müssten irgendwo in der Range größer 200 sein. Und wie gesagt, achtet drauf, wie haltet ihr die Maus. Testet mal ein bisschen rum. Mit den verschiedenen Methoden, die Maus zu halten. Wie gesagt, für mich persönlich, wenn ich die Maus mit den Fingerspitzen nur halte, ist es sogar besser. Als wenn ich die Maus so voll umklammere. Jetzt kommt wieder dieser Flick-Trainer. Ein letztes Mal noch. Und dann sind wir auch schon durch mit der Playlist. No. Und die Playlist zeige ich nachher nochmal. Kopiert sie euch einfach von mir und dann spielt ihr damit mal ein bisschen rum. Und später könnt ihr dann ja, wenn ihr andere Szenarien reinpacken wollt, könnt ihr andere Szenarien auch noch mit reinpacken.
Oder die Szenarien anpassen. Bleibt auf jeden Fall mal noch kurz bei mir. Ihr müsst euch den wichtigsten Tipp habe ich ganz vergessen. Das muss ich unbedingt noch zeigen. Das kann ich aber jetzt nicht, während ich spiele. So. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Escape drücke. So. Geht auf jeden Fall mal in die Settings rein und schaut euch mal diese Settings an. Da muss unbedingt bei Sensitivity 53 stehen und bei Field of View 95. Bei euch kann da was anderes stehen. Wichtig ist, dass dieselbe Zahl drinsteht, die bei PUBG ausgewählt ist. Bei 400 DPI und 53 spiele ich PUBG als Sensitivity, 53 Sensitivity und Field of View 95. Weil das Field of View sich auch auf die Sensitivity auswirkt. Deswegen copy-paste exactly, also kopiert genau dieselben Zahlen, die da drin stehen, von PUBG rüber in den Aim-Trainer. Und natürlich, wenn ihr in PUBG rumspielt an den Zahlen oder hier, dann müsst ihr es in einem anderen Spiel auch ändern. Sonst habt ihr unterschiedliche Sensitivities in den beiden Games. Das wäre schlecht, weil dann übt ihr mit einer falschen Sensitivity. Das macht er nicht, ne? Also beides muss natürlich bei PUBG und bei Kovax identisch sein. Genau. Ich habe nichts geändert, ich klicke auf Cancel. Und dann machen wir mal auf Play. Das ist auch ein knüppelhartes Szenar. Seht ihr diese kleinen Lurche da unten? Die müsst ihr jetzt abschießen. Wenn ihr sie einmal getroffen habt, werden sie weiß. Und beim zweiten Mal sind sie weg. Aber es ist wirklich knüppelhart, die zu treffen. Warum mache ich das? Das ist auch ein gutes Single-Tap-Training für so extrem Sniper-Situationen. Der ist voll weggeflogen, den. Oh, es ist hart. Und das Gute ist, man sieht es ja auch schlecht, ne? Also spotten übt man damit auch. Dieses Wahrnehmen von kleinsten Bewegungen auf dem Bildschirm. Weil das ist was, das brauchst du mal bei PUBG. Das Spotten von Gegnern ist halt ultra wichtig. Und ich sehe so viele Leute online, die wirklich sich schwer tun mit dem Spotten von Gegnern. Das ist, finde ich, dafür optimal eigentlich. Das Szenario. Das ist einer der Gründe, wieso ich das Szenario noch mit reingepackt habe in die Playlist. Genau. Und ihr seht, ja, es geht mal rauf, mal runter. Es ist nicht so einfach. Das ist eines der komplizierteren Szenarien. Okay, ich klicke mal hier auf Done. Und dann wollte ich euch noch was anderes zeigen, und zwar bei Restflick. Wenn euch das zu langsam ist, ne? Lad alles, was ihr bei Online-Szenarios, hier könnt ihr die alle runterladen. Und dann gehen die in die, also dann sind sie bei den Local-Szenarios drin, und sobald sie dann in den Local-Szenarios können, dass sie dann modifizieren. Wir schauen Restflick, habe ich ja gerade gesagt. Klickt man nochmal auf Edit Szenario, yes. Und da könnt ihr dann bei Challenge Timescale einstellen. Und je höher ihr die Zahl dreht, umso heftiger wird es. Wenn ihr das auf 1 einstellt, ist schon ziemlich hart. Also friegel da gerne auch mal ein bisschen rum. Wichtig ist, dass diese Flickshots natürlich unter einem gewissen Druck stattfinden, dass ihr so schnell wie möglich da drauf drückt. Und das bedeutet, wenn ihr die Zahl hochdreht, wird es immer schwieriger. Und zwar kleine Veränderungen bei der Zahl. Also bei 1,0 ist schon richtig knüppelhartes das Game. Also dieses Szenario. Könnt ihr ein bisschen drum rumspielen. Wichtig, dieses Szenario-Edit gilt jetzt hier nur für den Restflick. Alle anderen Szenarien würde ich einfach mal so lassen, wie sie sind. Weil da könnt ihr quasi künstlich das nicht beschleunigen. Es sind sowieso immer genug Ziele da. Bei dem ist es so, dass die Ziele immer fixe Zeit da sind und dann wieder verschwinden. Das bedeutet, bei dem Szenario, bei diesem Restflick-Szenario, müsst ihr die Timescale anpassen, wenn euch das zu langsam ist. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bastelt euch die Playlist zusammen, übt ein bisschen mit rum und schreibt mir, was eure Erfahrungen damit sind. Denkt auch bitte an das alte Video, was ich hochgeladen habe mit dem Rückstoß. Das verlinke ich euch hier oben. Und dann passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Kommt zu mir in den Discord, dann zocken wir eine gemeinsame Runde. Discord-Server-Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Macht's gut. Ciao, ciao.